Und damit herzlich willkommen zurück zu der nächsten Runde von Anno 1800 und gespeichert. Der weiteren Expansion. Denn ihr wartet sicher gespannt darauf, wie es jetzt hier weitergehen wird. Deswegen, wisst ihr was, mir ist gerade der Gegenwind sogar egal. Also wir hatten auf, nur dass ich nochmal sicher gehe, auf 1 haben wir die ganzen Schiffe, auf 2 haben wir das Handelsschiff. Das heißt, wir schicken wieder zuerst auf langsam das Handelsschiff bis dahin und dann auf der 1 greifen wir den Kran an. So, das Handelsschiff ist auch ein bisschen schneller, hat jetzt schon quasi Schiff unter die Aufmerksamkeit. Das Schiff kann ich auch schon mal einzeln losschicken. Und dann wird das Feuer auf den Hafen bereits eröffnet. Selbst die nächsten beiden Schiffe gehen auf Position, fangen schon an, den Hafen zu bearbeiten. Und das Handelsschiff hat es auch überlebt, würde ich sagen. Genau. Wird aber noch ein bisschen beschossen und rettet damit eigentlich meine ganze Flotte. Sie durchkreuzen meine Pläne nicht. So, mein Handelsschiff ist auf jeden Fall aus der Gefahrenzone raus. Und kann eigentlich jetzt auch wieder zurückfahren. Dem wird jetzt hier nicht mehr passieren. Die Insel hat jetzt in jedem Moment seinen Besitzer gewechselt. So, die Insel hier geeint. Und damit fällt sogar noch ein Schiff von ihm. Eventuell mein Handelsschiff, aber da bin ich mir nicht so sicher. Nein, mein Handelsschiff bleibt. Gut, dann holen wir direkt das nächste Schiff von uns hier runter. Das heben wir auf, da war ein Fahrräder drauf. Und die Insel gehört uns. Wir warten jetzt nur noch auf unser Handelsschiff und werden dann unsere Schiffe mal eben reparieren müssen. Wir wurden getroffen. So, du fährst mal bitte dahin als defektes Schiff. Das andere defekte Schiff auch. Der Rest ist... Ja, das ist hat nur ein paar tausend Punkte. Ich glaube 2,5. Sollte sich also auch so reparieren, bis wir soweit sind. Und ihr beiden, fahrt mal bitte zum Reparaturkran. Das würde mir sonst, glaube ich, zu lange dauern. Neue Befehle? Schließlich haben wir ja heute eine Menge vor. Also, erstmal, wir handeln. Damit es schneller geht, packe ich erstmal einfach alles hier hoch. So, dann bauen wir sofort auch die Verteidigungsanlagen auf. Für den Fall, dass er auf die Idee kommt, die Insel zurückhaben zu wollen, werden wir das jetzt verhindern. So, einmal hierhin, einmal dahin. So, das dauert einen Moment und wir bringen die beiden Schiffe schon mal wieder, also die drei Schiffe wieder in Position. Und damit sind wir eigentlich ganz gut dabei. So, das Handelsschiff möchte ich aber doch nochmal hochschicken, denn ich habe vergessen, dass wir die Waren vielleicht mitnehmen sollten. So, machen wir mal mittlere Geschwindigkeit, dann einmal hier Baumaterialien, alles zurück, 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 zurück. Das wird sich auch weiterhin erstmal hier oben aufhalten und die beiden Schiffe... Hier sind viele. Ja, da ist ein Schiff untergegangen. Das ist in der Nähe meiner Insel passiert. Die Insel eines Konkurrenten. Da würde ich aus Versehen sagen, dass er zu nah an meiner Insel vorbeigefahren ist. So, wir können jetzt mal kurz im Diplomatie-Menü gucken. So, den wollen wir doch mal ein bisschen wieder schleimig-schleimig machen. So. Nee, das sehe ich gar nicht ein. Nicht an die Idee. Sie ist militärisch nur minimal stärker als ich. Er ist wesentlich stärker als ich. Und er ist schwächer als ich. Zum Militär muss man sagen, das sind nicht unbedingt die Schiffe. Das sind auch die ganzen Kanonentürme und sowas, die sie hier an der Insel gebaut haben. Und er hat sehr viele davon. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass er von der Flotte her stärker ist als ich. Ich bin eher derjenige, der seine Armee recht mobil aufgestellt hat. Alles bereit. Beide Schiffe werden gerade repariert. So ein Turm kann leider nur immer ein Schiff gleichzeitig schützen. Was ist denn da unten los? Oh, da wird auch Schießi-Schießi gemacht. Aber das hat sie ganz gut verteidigen können. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die Chance nutze und einfach reinfahre. Nur das Problem wird dann sein, dass ich die Insel freischalten muss. Und das will ich eigentlich nicht. Also sie kaufen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das hatten wir ja eben mit der anderen Insel, weshalb das so lange gedauert hat. Aber ich könnte es, glaube ich, machen. Warum habe ich eigentlich so viel Geld? Das ist eine gute Frage. Ich achte irgendwie nie auf mein Geld und auf einmal habe ich da so ein paar hunderttausend.
Ja. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Kann sein, dass man versucht, mich aufzukaufen. Ich kontrolliere da eben mal alle Inseln. Die nicht, die nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Ah, nervt das. So, nee. Die ist auch noch mir, die ist auch noch mir. Gut, dann scheine ich das Geld wirklich zu besitzen. Ohne Wenn und Aber. Na gut. Damit bin ich dann erstmal einverstanden. Ich weiß nicht, warum ich so viel Geld gekriegt habe. Keine Ahnung. So, nicht allzu viele Änderungen. Das Schiff kann auch runterkommen. Diese Zufriedenheit. Und wir. Sie haben uns etwas vor. Alle sind zufrieden. Nichtloser Journalismus. So. Das Handelsschiff geht dann auch dort bitte in Position. Sie haben an Einfluss verloren. So, das Kriegsschiff ist auch auf dem richtigen Weg. Und die Insel, wie gesagt, wird sich dann gleich auch, ja, in meinem Besitz befinden. Zumindest bin ich da ziemlich optimistisch, was das angeht. Schwärmt aus, ob mit oder ohne Schlangen, diesem Schiff, das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Und trinkt das Blut. Ich denke aber, wir warten die Minute ab, damit die Insel wieder komplett ihr gehört und wir greifen dann erst an. Außerdem bräuchte ich da auch sicher noch die ein oder andere Minute, bis ich da unten bin. Die Finanzen sind für mich ziemlich stabil, würde ich sagen. Jetzt werden wir aber nochmal eine kleine Änderung vornehmen. Und zwar werde ich liegt im Dunkel. Das ist gut. Noch ein Handelsschiff bauen. Denn ich habe da noch was vor, um ein bisschen mehr Geld zu generieren. So, das mit dem großen Handelsschiff klappt. Floriert auch alles ziemlich gut. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wird er das Schiff da noch wegbewegen oder wird er das Schiff Sie da lassen? Das für Güte? Der Kontor ist ziemlich angeschlagen. Aber wenn ich sie jetzt angreife, müsste sie auch komplett in meinen Besitz übergehen. Aber andererseits sind meine zwei Schiffe noch nicht da. Wo ist mein großes Schiff? Ist das noch da? Oh, okay. Das lässt sich Zeit. Vielleicht habe ich ja Glück und er bewegt sein großes Kriegsschiff da noch weg. Würde mir die Sache nämlich ein bisschen vereinfachen. Das wäre mir ganz recht. Wie schön, dass Sie bei mir vorbeischauen. Aha, tue ich das? Das hat aber einen anderen Grund. Achtung, Admiral anwesend. Ja gut, der hält das Schiff wohl wirklich zur Verteidigung hier, weil dieses Gebäude noch sehr stark beschädigt ist. Doch nicht, er zieht es ab. Tja, das hättest du mal besser nicht getan, mein Freund. Denn jetzt ist dein Schicksal endgültig besiegelt. Alles klar. Damit sind unsere Schiffe bereit für den Angriff. Und der wird jetzt eingeläutet. Wir greifen diesmal sofort das Hauptgebäude an. Das ist mir relativ egal. Ausnahmsweise mal. Moment mal. Da stimmt was nicht. Es sind nur drei meiner Schiffe in Bewegung. Halt. Das Handelsschiff wollte irgendwie nicht mit. Das habe ich aber mit angeklickt. Jetzt sind es alle vier. So, irgendwie doch nicht. Ach so, okay. Das liegt daran, dass das Handelsschiff nicht imstande ist, einen Angriff zu führen. So, überhol mal bitte meine Flotte. Du musst als erstes da unten ankommen. So, und damit ist es zumindest schon mal in Führung. Und dürfte dann das Feuer auch auf sich lenken, jeden Moment. Da hat es das Feuer schon mal auf sich gezogen. Schiff unter Beschuss. So. Schiff vom Stapel gelaufen. Alles klar. Und das sind unterwegs. Thema ist erledigt. Alles klar. Dann würde ich sagen, jetzt gleich ist eine Insel von ihm wieder da, wo sie hingehört. Oder überhaupt mal da, wo sie hingehört. Die hatte ich ja noch nie gehabt, soweit ich mich entsinnen kann. Und damit würde ich sagen, was tot ist, kann nicht ein zweites Mal sterben. Ei. So, das Nein, große Schiff. Sie durchkreuzen meine Pläne nicht. Wir setzen mal die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Ich hole jetzt mal ich das werde nicht Handelsschiff noch hier runter. Bis sie wieder mein ist. Das wird nicht passieren, Schätzchen. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Nee, der Widerstand des Feindes existiert nicht mehr. Sie haben an Einfluss gewonnen. So, das große Schiff fährt nämlich genau in die falsche Richtung. Jetzt kommt der. Oh, das Flaggschiff hat ja sogar noch Materialien an Bord. Sie hatten das 50 Eisen dabei. Seltsam. Alles bereit. Das ist Häuptling, nennt sich dieses Schiff. Jetzt kommt eine neue Handelsroute. Handelsroute von dort nach dort.
Wir kaufen bei ihr Rum, Maximum, und entladen das bei mir. So, da machen wir aber auch keine halben Sachen. Das Schiff wird komplett mit Rum vollgeladen, bis wir den selber herstellen. Damit komme ich ganz gut zurecht. Häuptling war mein Schiff. Dieses hier. Und starten wir. So, damit wird jetzt auch Rum erstmal importiert. Langfristig muss sich das ändern. Und ich sehe, dass da zwei schwarze Schiffe unterwegs sind. Mit ein wenig Glück in der Nähe meiner Insel. Und dann geht's los mit Bum Bum Bum. So, das Schiff muss es aber schaffen, in den rettenden Hafen Menschen zu kommen. Lassen Sie hochlegen. Der Weg ist weit. Der Weg ist weit. Das ist schlecht. Der Weg ist weit. Aber mein Schiff dürfte schneller sein. Und ja, es erreicht den rettenden Hafen. Die Frage ist natürlich, wird der Schwarze nachsetzen? So, ja, sie meinen das ernst, aber ganz ehrlich, der wird hier die Schiffe verlieren. Okay, ich habe auch mein Flaggschiff verloren. Na gut. Soll's so sein, das ist jetzt nicht weiter tragisch. Sie haben Ihr Flaggschiff verloren. Ja, habe ich. Halte in Zukunft denn. Stopp. Halte in Zukunft. Dann muss ich zumindest nicht reparieren, dann habe ich sofort eins, was intakt ist. Bitte komm, mach hin. Mach jetzt keine Faxen. Gib mir das. Gibst es mir endlich? Steht es nicht. Danke. So. Dann machst du dich jetzt auf den Weg und holst dir noch den Rest, was davon noch übrig ist. Ja, noch ein Schuss. Dass das Handelsschiff dort drüben einem Fremden gehört. Vielleicht was? Ist er Lieferant. Nein, das ignorieren wir mal. Ich weiß, was das für eine Quest ist. Du hast beziehungsweise was das hier macht. Geschossen. Habe ich das? Ich bin ein richtiger Schütze. So, was liegt da noch? Okay, das sind die Stahlträger. Dann. Die Flammen wurden gelöscht. Einmal hier rüberladen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Das hier noch rüberladen. Ah, Fahrräder, okay. So. Dann kann das Schiff erstmal hier oben bleiben. Da ist erstmal alles sicher. Was macht das Handelsschiff da? Okay, das hatte ein bisschen Schiss. Hier wird gehandelt. Rüber. Dann können wir hier noch zwei Kanonentürme bauen. Die Finanzen sind absolut in Ordnung für mich aktuell. Und dann hier mal die Kanonentürme. Bauen wir einen dahin und einen dahin. Ich erwarte den Angriff eigentlich nämlich von unten. Wenn die von oben und nicht von unten. Damit kann ich die Insel auch erstmal so wie es gerade ist in Ruhe lassen. Ich ziehe dafür meine gesamte Flotte einfach mal wieder nach hier Sie oben. Haben an Einfluss gewonnen. Ja, das freut mich. Finanziell sieht es auch ganz gut aus aktuell. Rum haben wir jetzt auch hier. Wir sind ja in großen Massen am Kaufen. Das kostet uns natürlich auch mal ein bisschen Geld, aber wenn dafür die Einnahmen steigen, soll mir das erstmal ganz recht sein. Wir haben ansonsten ja auch alles unter Kontrolle. Selbst das Bier ist wieder in Ordnung. Daher muss ich sagen, bin ich zufrieden mit der derzeitigen Situation. Das Einzige, was jetzt als nächstes kommen sollte, das wäre hier diese Fleischproduktion, dass wir die anlaufen lassen. Darum werden wir uns dann jetzt auch kümmern. Was ist denn das hier für eine Insel? Was macht er hier? Er hat hier Einwohner. Er hat hier Stürze dieses eine Eisenproduktion. Die Waffenruhe wurde beendet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kanonentürme. Wir haben eine sehr starke Armee, aber. Der Hafen wird angegriffen. Was? Er ist halt jetzt ein bisschen angefressen. Das kann ich nachvollziehen. Aber das wird ihm nichts nutzen. So. Wenn, Na gut, ich glaube, das Schiff hätte nicht wenden dürfen. Nein, fehlt echt an einem Schuss. Gott sei Dank. Okay.
Mein Flaggschiff darf trotzdem mal hier runterkommen. Das ist auch schon auf halber Strecke. Darf sich dann hier vorne bedienen. Die Insel wird auf jeden Fall ihren Besitzer wechseln. Der Grund ist, dass ich direkt daneben nämlich diesen Hafen habe und den möchte ich auf jeden Fall einnehmen. So, das interessiert mich jetzt. Wie stehen die beiden aktuell zueinander? Weil er fährt mit seinem Handelsschiff doch mega nah an ihm vorbei. Die Waffenruhe wurde beendet. Na gut, er fährt aber so, dass er nicht angegriffen werden kann, ne? Oder? Ich beobachte das halt gerade mal ein bisschen, um zu gucken, ob er beschossen wird von dem Schwarzen. Na gut, was mich aber ein bisschen stört, ist, dass das Handelsschiff da hinten fährt. So, deswegen werden wir jetzt hier einfach mal wieder eins unserer Schiffe platzieren. Diesmal schickt Charon eine ganze Flotte. So, hier unten, der darf das mal aufheben. Okay, das ist jetzt mir nicht so wichtig für mich, aber na gut, dann ist das so. Besser als gar nichts. Ein neuer Auftrag. Geschenkten Maul schaut man nicht ins Maul, oder wie das da irgendwie war. So, ein großes Kriegsschiff werde ich jetzt noch hier platzieren, damit ich die Flotte mal wieder ein bisschen verteilt kriege. So, Inseln gehören alle mir, die sind auch ausgebaut soweit, dass sie sicher wären. Die haben alle zwei Kanonentürme, außer die beiden Hauptinseln. Da werden wir aber dann auch, denke ich mal, jetzt zeitnah nachrüsten müssen. Da können wir hier schon mal anfangen, denn ich habe ja eben Kanonen hier hingeliefert. So, dann wäre das erledigt. Warum hängt das Spiel? Das hat's ab und zu. Dann da noch einen hin. Wie immer erdulde ich es. Da würde ich sagen, hat noch mal eins ihrer Schiffe blub blub gemacht. Das finde ich gut. Also, bisher haben wir jede Seeschlacht gewonnen. Die Ausgangssituation ist also hervorragend. Ein Feuer ist ausgebrochen. Handeln wir mal kurz. Oh, wir haben selbst Mehl voll. Okay, wo brennt es? Hier sind genug Feuerwachen. Das sollte kein Problem werden. Als nächstes schauen wir mal. Wir könnten jetzt hier theoretisch die Gebäude zumindest ein paar upgraden. Wir haben 410 Arbeiter frei. Würde dann auch eine Menge zusätzliches Geld einbringen. Gut, wir können jetzt... Moment, wir warten mal ganz kurz, weil wir können jetzt nicht upgraden. Hier, die können wir upgraden. Dann machen wir das lieber mal hier. Ah, shit. Ziegel fehlen. Moment, die bringen wir rüber. Da brauchen wir nämlich eine Menge. Okay, jetzt kann ich halt... Ich werde das Mehl nicht los. Ich schmeiße es über Bord. Und dann werden wir hier mal kurz nachladen. Wir brauchen nämlich... Ich hätte es gerne voll, wenn ich schon drüber fahre. Komm, bring mal noch zwei Ziegel ran. Komm schon. Okay. Er will nicht. Dann ignoriere ich das. An zwei soll es jetzt nicht scheitern. Und dann können wir hier noch ein bisschen weiter ausbauen. Hier müssen wir natürlich dann auch gleich mal schauen, dass wir da vielleicht noch was ausbauen. Und wir können mal hier kurz gucken. Unsere Attraktivität. Unorte. Ruinen. Minus 120. Da sollten wir mal dran arbeiten. Haben wir noch Ruinen? Ich dachte, wir haben alles abgerissen. Ah, okay. Wir wären dann soweit. Oh, pünktlich auf die Minute. Da ändern wir eine Sache. Zack. Das ist so, einmal upgrade. Bitteschön und bitteschön. Es trägt Ihre Handschrift. Wie sieht's jetzt aus, Ruin? Weg. Umweltverschmutzung ist ein bisschen schlecht. Die Landwirtschaft die finden sie gut. Sagen, dass das Handelsschiff dort... Und, Späne unter den Fingern. Hör mal auf. Du trittst einem Erlesenen zu. Hör auf, Mädchen. Ja. Also, jetzt kommt's. Die nächste Sache. Wir sollten jetzt ein paar neue Gebäude bauen, die wir nämlich auch noch zur Verfügung haben, die wir bisher aber noch nicht genutzt haben. Das wäre zum Beispiel, wir können den Zoo bauen. Hier vorne haben wir extrem viel Platz. Der Zoo sorgt auch dafür, dass wir sehr viel Zufriedenheit bekommen. Der reicht über die gesamte Karte. Dafür brauchen wir allerdings 30 Lehm. Die sollten wir aber bald bekommen. Dann werden wir hier nämlich den Zoo aufbauen. Dann können wir die ganze Ecke nachher voll pflastern. Finde ich, ist eine gute Idee.
Also warten wir darauf, dass wir hier Ziegel bekommen. Da unten liegt nur Mehl drin, das wollten wir ja eh nicht mehr haben. Und hier packen wir mal rüber, hat sogar gepasst. Dann werden wir jetzt hier mal weiter die Häuschen aufwerten. So, machen wir noch die Ecke und die Ecke. Und weil ich Langeweile habe, noch die Ecke. Und damit habe ich 10 Arbeiter zu wenig. Das bedeutet, ich nehme... Warum? So, irgendwie... Achso, das eine Haus geht nur nicht. Ja gut, dann haben wir aber hier auf jeden Fall die nächsthöhere Stufe von Einwohnern auf. Die hätten jetzt gerne noch ein Theater. Das können wir vermutlich nicht bauen, weil uns Glas fehlt. Schaue ich aber mal. Handwerker, wo ist das Theater? Hier. Ja, da fehlen 40 Glas. Das könnten wir aber von der Hauptinsel noch eben rüberpacken. Und dann kriegen die noch ein Theater. Wenn ihr mal auf unsere Finanzen achtet, da haben wir eine ganze Menge Geld. So, du handelst, bleibst mal kurz hier. Dann werden wir aber nur 10 handeln. 1, 2, 3, 4. Die 40 sollten reichen. Müssen es ja nicht gleich übertreiben. Sind unterwegs. Na gut. Also, man sieht, ich habe 600, also wir haben 1800, sind wir im Plus. 600 kriegen wir ja durch die Steuern, die wir in der Zeitung geändert haben, haben sehr viele Einflusspunkte, das heißt, auch da können wir noch eine Menge nachlegen. Was wir jetzt auch sollten, und zwar in Form von Kriegsschiffen, aber wir haben dafür zu wenig Holz. Jetzt könnten wir vielleicht doch darüber nachdenken, hier einen zweiten Holzfäller hinzubauen, allein aus dem Grund, dass wir hier ja auch Schiffe herstellen, was wir ja vorher nicht gemacht haben. So, das Handelsschiff ist wieder frei, deswegen darf ich das mal kurz hier rüberfahren. Das Handelsschiff dort drüben einem Fremden gehört. Und dann wird hier hinten das Theater reingebaut. Wir beide wählen unsere Geschäftspartner. Und okay, es fehlt an Holz. Na gut, das Holz werden wir schon reinkriegen. Ist nur eine Frage der Zeit. Und dann sieht das hier auf jeden Fall auch schon wieder ganz gut aus. So, hier möchte ich nochmal ganz kurz. Nur zum Verkauf vielleicht 2 Handelsschiffe bauen, was ich mir auch erlauben könnte. Aber wisst ihr was? Wir machen was anderes, und zwar, wo ist mein Flaggschiff? Das wäre jetzt mal ganz praktisch zu wissen. Oh, da steht sogar da. Steuerung 1. Jetzt habe ich das alleine auf der 1 und werde mich dann um eine weitere Mission kümmern. Das hatte ich ja bereits angekündigt, dass ich das machen möchte heute. Und ich versuche im Moment einigermaßen zu meinem Wort zu stehen. Wir kaufen jetzt nicht mehr so viele Sachen ein. Wir können hier nachher mal gucken, was für uns noch ganz gut wäre. Attraktivität plus 15, das ist eigentlich ganz cool. Hafenaktivität 15%. Immer wenn es im Konto zu einem passiven Handel kommt, besteht die Chance, eine Steuer von 500... Oh, was? Das hört sich doch eigentlich gut an. Ich glaube, ich habe mich gerade in einen Betrüger verliebt. Was Sie sehen wollen. Mit den Jahren habe ich gelernt, das zu meinem. So, das dauert aber einen Moment. Da muss erstmal mein Schiff hier ankommen. Dann werde ich den Betrüger kaufen. Den bringe ich auch zuerst zurück. Der Rest ist mir egal. Aber den Betrüger werde ich jetzt kaufen. Mein Schiff ist unter Beschuss. Ja, jetzt wäre es eigentlich gut gewesen, wenn es einen anderen Befehl hätte, und zwar den Befehl, es darf folgen. Die Einheimischen sagen, dass das Handelsschiff dort drüben einem Fremden gehört. Vielleicht Moment, ist er du wirst mal ganz kurz Items und den Betrüger kaufen. Das ist nun ein gewöhnliches Teil, das interessiert mich nicht, also Handel abschließen. 36.000, ja gut, das ist jetzt... Hast du erstmal was anderes zu tun, würde ich sagen. My friend, gucken wir mal, du müsstest es theoretisch bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir... Naja, gut. Egal wie der Wind steht, das Schiff wird blub blub machen. Das war alles. Noch einmal. Und einmal mitnehmen. Hol dir das. Irgendwie... Okay, Kartoffeln. Na toll. Kann das Schiff nicht mal sinnvolle Sachen an Bord haben? Na gut, scheinbar nicht.
Also, wir bereiten uns auf jeden Fall jetzt auf die nächste Situation vor und das wird die nächste Quest sein. Segel zu dem Leuchtturm und damit können wir dann in die neue Welt, so wie es hier aussieht, mit 1800 im Plus. Ich rechne immer die 600 Verbrauchersteuer runter, weil ich die ja nicht permanent haben möchte. Kann ich auf jeden Fall ganz gut leben. Ansonsten habe ich hier die Möglichkeit, noch einige Gebäude auszubauen. Leisten kann ich mir das. Wo ist denn mein Schiff? Ist noch nicht da. Müsste aber jeden Moment ankommen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da ist es. Spielstand gespeichert. Ja, komm. Ein bisschen schneller, bitte schön. Du darfst in den Hafen einfahren. So, hier wird jetzt kurz abgeladen, bevor wir dann die Quest machen. Toll, wir haben... Okay. Kartoffeln über Bord. Also du fährst mal bitte jetzt hier runter, dann können wir da die Quest starten. Dann werden wir jetzt hier die Hafenmeisterei bauen. Wo sind die? Ne, das ist das Rathaus. Wo ist die Hafenmeisterei? Die sagen, ich weiß auch nie, wie sie aussieht. Dort drüben einem Fremden gehört. Handelskammer? Vielleicht nein. Ist er denn. Wir haben beide unser Ziel erreicht. Kann das sein, dass es die noch gar nicht gibt? Oder ist die... Doch, da ist sie. Hafenmeisterei. Okay, die hat einen Einfluss auch auf ein paar Gebäude. Die bauen wir... Die bauen wir hier hin. So, dann können wir hier nämlich... Ich musste gerade kurz raustappen. So. Jetzt nervt mich Windows Defender, ey. Irgendwas ist doch immer bei mir. Ja. Da können wir jetzt erstmal den Pinökel reinsetzen. Und der bringt uns ab und zu mal einen 500er-Schein in die Tasche. Ein Feuer ist ausgebrochen. Okay, um das müssen wir uns nachher kümmern. Das kann so nicht gehen. Jetzt fahren wir mal los. Sagen, dass das Handelsschiff dort drüben... Ja, bitte. Da kann ich euch gleich sagen, das kann immer wieder mal zu Problemen führen. Wir müssen jetzt dieses Schiff verfolgen. Oh, haben wir eine neue Insel entdeckt nebenbei? Kann das sein? Das ist nur eine normale Insel, die gleich den Besitzer wechseln möchte. Das ist natürlich richtig scheiße. Vielleicht bringt dich etwas Übung wieder in Schwung. Ja, das war jetzt ziemlich doof. Den Mörder von Madame Kainas Hafen aus? Dem sollten wir nachgehen. Ja, wir haben da gerade ein kleines technisches Problem. Nee, der fährt an den Hafen ran. Das finde ich nicht gut. Das Schiff bringt sich mal kurz hier in Sicherheit. Und dann haben wir hier oben, wurden gelöscht. Dachte ich zumindest, eine kleine Flotte, die da unten eine Insel erobern könnte. Ja, dann fangen wir mal an. Wir beladen erstmal unser Schiff. Das nimmt mit Waren 20. Vielleicht. Warte mal, Stahl können wir wieder abladen. Zack, zack. 16, okay. So, dann fährst du mal bitte sind beendet. Eben hier rüber. Da ist eine Feier vorbei, das heißt, wir könnten jetzt ein bisschen Geld verlieren. So, kann man hier rüber. Und dann rufe ich mal meine großen Kriegsschiffe zusammen. Wo stehen die denn? Ich glaube hier vor beiden. Genau. So, du fährst erstmal zu dem hier rüber. Dann haben wir die beiden schon mal wieder zusammen. Dann haben wir hier oben mein Handelsschiff, was die Kanonen mitnimmt. Alles bereit. Aufladen. 20 Stück brauchen wir. Zack, zack. Dann fährst du ebenfalls hier rüber. Da ist ja das, der Ort, wo wir uns treffen. Das ist mein Vorreiterhandelsschiff. Tut mir leid für die Planänderung, aber... Geht gerade nicht anders. Mein Flaggschiff ist wieder voll repariert, was mich ein bisschen wundert. Aber okay. Ich will mich da mal nicht beschweren. So, das muss jetzt nur noch hier ankommen. Neue Befehle? So, und das große Schiff kommt von der anderen Seite. Hervorragend. Damit habe ich meine Flotte gerade zusammengezogen. Und wir bereiten uns auf den nächsten Angriff vor. So, alle vier Schiffe. Fahrt mal hier dem Flaggschiff entgegen. Und das hält auch mal hier vorne gerade den Kurs. Wo sind denn meine Schiffchen? Da kommen sie. Zumindest das Handelsschiff ist schon mal da. Ah, ich weiß nicht, wo sie genau halten. Ach nee, das ist ein anderes Schiff. Okay, ich habe nichts gesagt. Fahr mal hier rüber.
Flotte bereit. So, da sind dann unsere Schiffe. Die Einheimischen sagen, dass das Handelsschiff dort drüben und einem Fremden gehört. Die Insel, um die vielleicht es geht, ist. Wow, die ist ziemlich groß. Ach, die gehört meinem Kumpel. So, wir fahren einfach mal hier hin. Beide unser Ziel erreicht. Das ist schön, wenn wir das haben. Dann, du hast die Kanonen an Bord. Na gut, das ist eigentlich egal. Wir brauchen nur das auf 2. Dann fährst du mal kurz an den Rand. Ihr seid Schiff Nummer 1. So, damit würde ich sagen, also Schiff Nummer 2 Kurs setzen, Schiff 1 Kurs setzen. Angriff. Da wird irgendwie schon geschossen. Erwarten neue Horizonte. Schiff unter Beschuss. So, Liebelein, ich würde sagen, du kannst dich jetzt von deiner nächsten Insel verabschieden. So. Es kann sein, dass ich mich dann noch dummerweise von einem Handelsschiff verabschieden kann, aber dann ist das so. Nein, oder? So. Ah. Insel erobern, Zeitung relativ zügig, ändern wir, ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade ändere, ich muss nur die Schießerei hier beobachten. Doch, das wirst du. So, weil sie wird nicht wieder dein. So, das Schiff fährt mal bitte hier rüber, das lootet das. Müssen wir gleich gucken, was das gewesen ist. Das Schiff bringen wir mal... Kriegen wir das zur Reparatur gefahren? Schiff unter Beschuss. Okay, der Schwatte, der hat mich irgendwie gerade ganz dolle lieb und ich werde vielleicht hier was verlieren. Meine Flotte, die ist gerade nicht einsatzfähig. Schiff unter Beschuss. Okay. Kriegt er das noch? Ein Schiff wurde zerstört. Ja, das war mein Handelsschiff. So, er hat dafür aber auch was verloren, also der andere. Und ich werde mich jetzt dann darum kümmern, dass ich auch dem Schwarzen vielleicht mal ein bisschen was Leid zufüge. So, erstmal kurz hier sammeln. Das Schiff wird die Waren rüberpacken. So. So, und dann kommt hier der Bauauftrag für unsere Kanonentürme. 1 und 2. Bereit für das den Einsatz. Wäre okay. Dann haben wir jetzt das Problem gehabt, dass wir dort angegriffen wurden. Und da schwimmt noch ein bisschen Rum von mir. Rum. Ja, da verstanden, der Rum schwimmt rum. So, was haben wir denn da? Gehört ins Rathaus. Unterhaltskosten -50%, Reichweite -15. Ja. Also wenn wir Gebäude haben, die viel zu teuer sind, können wir das da ins Rathaus packen. Jetzt brauchen wir unsere Flotte wieder. Wo steht sie denn? Hier ist sie. Die wird sich dann jetzt einmal ein bisschen aufteilen. Und zwar fährt das große Schiff schon mal hier hin. Dann gucken wir mal, wie heißt denn das Handelsschiff hier? Das ist der Seeschwarm. Der Seeschwarm wird auf diese Route gesetzt. Zack, annehmen. Damit das wenigstens wieder funktioniert. Das Schiff ist ein bisschen lidiert. Deswegen fährt das einmal hier hin. Dann, wo ist mein Flaggschiff? Das ist auf dem Weg genau zur Insel. Das ignorieren wir mal. So, Flaggschiff, fahren wir ein bisschen näher an meinen Hafen ran. So, rüberpacken und dann können wir die Mission noch einmal starten, in der Hoffnung, dass es diesmal funktioniert. So. Ja, er denkt jetzt wirklich, dass ich seine Mission mache, weil ich das Schiff hier habe. Also es tut mir erstmal leid, dass ich den Plan hier ein bisschen über Bord geworfen habe, den ich heute zumindest vorhatte. Aber sind wir mal ganz ehrlich, was soll ich tun? Irgendwie ging es nicht anders, wenn man mal ehrlich ist. Was konnte ich ja auch dafür, ich habe ja nicht mehr ausgesucht, dass da eine Insel ist, die ich einfach einnehmen muss. So, da kommt ein großes Kriegsschiff. Oh, das dreht ab. Okay, also scheinbar sind die beiden nicht so gerade Best Friends. Na gut, dann ist dem so. Da ist meine Fregatte. Und die Fregatte soll jetzt hoffentlich die Mission machen. Und auch schaffen. Das wäre wünschenswert. Das Problem ist, ich weiß, wo ich hin muss. Und da sind gerade Gegner.
Können wir jetzt den... Können wir bitte jetzt die Mission machen? In die Takelage! Geht das nicht, weil zu viele Schiffe hier sind? Kahina! Wow, der hält aber eine Menge aus, würde ich sagen. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss. Wo ist denn jetzt schon wieder meine Fregatte? Okay, die fährt ihm weiter hinterher. Ich warte darauf, das wäre nämlich wünschenswert. Okay, der hat Unterstützung gekriegt, das ist nicht gut. Schießt ihr euch mal lieber gegenseitig über den Haufen. Da habe ich viel, viel mehr von. So, fahr mal wieder hoch hier. Nee, aber irgendwie haben die keinen Bock, sich gegenseitig über den Haufen zu schießen. Das heißt, ich kriege hier oben Besuch. Also, Schiff in Position bringen. Und zwar so, dass ihr direkt die Reitseite zeigt. Sehr gut. Vermutlich werde ich meine Fregatte mal wieder verlieren. Ja, das war's mit meiner Fregatte. Aber egal. Weiter, wenn nötig. Halte so. In Zukunft dein Flaggschiff über ja, mein Gott. Der Wille war da. Halte in Zukunft dein Flaggschiff über Wasser. Die Rohstoffe hier sind knapp. Ich muss erstmal Schiff hoffen, dass ich gerade mein großes Schiff überhaupt behalte. Nee, das ist mein Flaggschiff. Ich hätte das gerne. Verkauf mir das. Das Problem ist, wo ich lang muss, da sind halt viele Gegner gerade unterwegs. Die Insel deswegen eines Konkurrenten wurde eingenommen. Was? Ich wüsste jetzt gerne, wessen Insel das gewesen ist. Das weiß ich aber nicht. So, würdest du mir dann bitte... Du würdest finden, Wunder. Hör doch mal auf. Gib mir einfach dieses Schiff. Ich hasse diese Bugs in dem Spiel. Er gibt's mir nicht. Ja, das kenne ich. Das ist super nervig. Und das scheinen die auch absolut nicht fixen zu können. Es gab jetzt, seit das Spiel veröffentlicht worden ist, schon zwei Hotfixe. Und beides Mal stand drin, dass sie genau dieses Problem beheben wollen. Und im Endeffekt passiert doch nichts. So, was kann man jetzt machen, außer das 10.000 Mal versuchen? Eigentlich nichts. Jetzt stehen wir da und können das Schiff nicht in den Einsatz bringen. So, wir können das Schiff darüber fahren. Bleibt nur abwarten. Irgendwann wird er reagieren und merken, dass ich ein Schiff angeklickt habe, was ich aus einem Hafen kaufe. Wir haben 224.000. Er will mir keins verkaufen. Aber es steht zum Verkauf, ne? Jetzt. Okay. Dann haben wir unser Schiff wieder. Sehr gut. Also immerhin etwas, nicht sehr gut. Also das Schiff wird keinen weiteren Angriff überleben. Das ist ein bisschen schlecht, weil das ist eine Route, auf der sehr viele Kriegsschiffe unterwegs sind. Der Hafen hat scheinbar auch ganz schön abbekommen. Na gut, die haben aber eh was anderes vor. Ich wollte ja heute diese Quest erledigen. Bereit. Deswegen... Ach du Scheiße. Fährst du einfach mal mit hier runter, damit das Schiff da nicht so alleine steht. Wir konnten es zum Glück halten. Jetzt haben wir hier... Nein! Na gut, das könntest du schaffen. Schiff unter Beschuss. Nee, das schaffe ich nicht. Naja gut, das ist kein richtiger Angriff. Na gut, dann werden wir wohl oder übel erstmal den Schwarzen ein bisschen mehr kaputt machen müssen. Ein Schiff wurde zerstört. So wird das auf Dauer nämlich nicht funktionieren. Die Einheimischen sagen, dass das Handelsschiff dort drüben einem Fremden gehört. Du hältst mal kurz an. Ich werde jetzt hier auch nochmal ein paar Items kaufen. Jetzt sind die schon wieder gewechselt. Das ist doch doof. Ja gut, da interessiert mich eigentlich nur das Handel und dann kannst du die Route wieder aufnehmen.
Und das wird auch noch gelootet. Wir beide. Toll, was auch immer da schwimmt. Ach, das ist die, warte mal, doch, das ist die Kanone, die hätte ich gerne. Ich wusste, du würdest finden, wonach du gesucht hast. Danke, und jetzt fahr mal weiter. Ich fange dich dann oben wieder ab. Wird angegriffen. Das sehe ich aber ein bisschen anders. Wo wird denn der angegriffen? Keine Ahnung. Manchmal weiß man das nicht, was das Spiel von einem will, weil das Problem einfach ist, dass es in der Zeit so sehr verschoben ist alles, dass du absolut nicht hinterherkommst. So, wieso Schiff unter Beschuss? Von wem? Ja gut, der hat hier wirklich eine Menge großer Kriegsschiffe. Na gut, das Dumme ist halt, er hatte den ersten Schuss. Wir müssen uns, wenn überhaupt, hinter ihm platzieren, um eine Chance zu haben, wenn er jetzt dreht. Aber tut er nicht, okay. Also werden wir das Schiff wieder... Ja, werden wir das hier parken, weil ein Schiff alleine wird mir jetzt auch nichts nutzen. Wir haben ein großes Kriegsschiff verloren. Das heißt, das bauen wir am besten sofort neu. Zack, zack. Und zwar zweifach. Jetzt haben wir hier 30 Arbeiter zu wenig. Dann werden wir hier mal kurz das ein oder andere Gebäude aufwerten. Zum Beispiel werden wir das hier mal bauen. Müsste dann auch wieder genau positiv fürs Geld sein. Gut, wir haben kein Holz mehr. Dann müssen wir warten, bis wir ein bisschen Holz drin haben, damit wir hier die Sachen machen können. Na gut, kann ich jetzt nicht ändern. Das ist das, genau, Handelsschiff. Du wirst mal bitte etwas Gas geben, damit ich nicht vergesse, die Waren hier zu tauschen. So. Handel, das hoch. Und dann kannst du auch deine Route fortsetzen. Also, hier müssen wir auch mal eben entladen. Handel, das ist keine Ahnung, was wir mit Charakter-Items machen. Beeinflusst alle Eisenhütten und Schiffen. Okay, das große Schiff, das ist das, was unten im Hafen steht. Neue Befehle? Also ganz ehrlich, Leute, wir kriegen die Schiffe hier unten im Hafen noch nicht gehalten. Deswegen werde ich das Schiff zurückziehen. Steuermann. Da muss ich definitiv jetzt erstmal auf ihn ein bisschen mehr Druck ausüben. Und das Problem ist, ich muss zu dieser Insel, wenn ich die Quest Schiff da oben annehme. Was ich aber aktuell nicht schaffe. Ja, er setzt mir hier massiv zu. Jetzt kommen von da oben noch die nächsten Schiffe. Die Einheimischen sagen, ich werde vermutlich eventuell sogar beide Schiffe verlieren. Wobei, die interessieren sich gerade mehr fürs Handelsschiff. Das könnte einen Vorteil bringen, aber... Nee, das Schiff geht weg. Ich verliere beide. Also das kann ich so definitiv nicht tragen. Okay, also, das können wir veröffentlichen, so wie es gerade stand. Jetzt muss ich meine Flotte definitiv relativ schnell nachrüsten. Hier haben wir wieder ein bisschen Holz bekommen. Deswegen für die 30, damit wir hier wieder quitt sind, werden wir hier mal Flotte nachrüsten. Musste ja soweit kommen, dass wir da Schwierigkeiten kriegen. Mein Flaggschiff existiert allerdings noch. Das könnte ich jetzt zweimal hier draufsetzen. Dann wäre das unter Kontrolle. Wir müssen bedenken, das merke ich mir jetzt auch, dass wir aktuell keinen Druck mehr haben. So, fahr noch ein bisschen weiter. Wenn du jetzt nach unten fährst, fährst du nämlich auf eine meiner Inseln zu. Selbst da ist eine, die dich schlagen würde. Aber nein, du drehst lieber ab. Okay. Also bringt mir das nothing. Er ist halt jetzt im Zeitalter, wo er mit Dampfschiffen unterwegs ist, primär. Deswegen wird da jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus eine Gegenmaßnahme erfolgen müssen. Ansonsten komme ich hier nicht allzu sehr weit weiter. So. Mit Abschaum zu arbeiten, sich aber nur vor Gott und der Königin zu verantworten. Wie? Okay. Also, die Schiffe arbeiten. Die untere Werft ist eigentlich nur für Handelsschiffe ausgelegt. Die könnte keine Kriegsschiffe herstellen. Es sei denn, ich fahre mal ganz kurz hier rüber und hole mir mal so 60 Kanonen ab, die ich dann unten zu anderen Werft bringe, dass ich da auch nochmal zwei Kriegsschiffe bauen kann, womit ich dann 4 an der Zahl hätte. Und mit den 4 Schiffen ist dann meine Mission, seinen Hafen, nicht seinen Hafen, sondern eher seine Flotte erstmal
komplett außer Kraft zu setzen, damit ich unten meine Quest erledigen kann, weil ansonsten ist das nicht gut. Der Zeitpunkt war klar, dass es dazu kommt, dass er aggressiver wird. Aber warum auch nicht? Wir spielen ja immerhin auf Experte. Da muss ja auch irgendwann mal was passieren. Bisher war es ja noch recht simpel. 60. So, dann einmal zurück zum Hafen. Toll, Kaffee wird wieder kalt. Das kenne ich irgendwie von mir nicht anders. Gespeichert. Oh, der ist aber wirklich ziemlich kriegslustig. Aber er hat auch, glaube ich, eine recht starke Armee inzwischen auf dem Wasser. Aber nicht mehr lange. Ich arbeite dran. So, jetzt können wir aber erstmal hier Kanonen loswerden. Dann werden wir hier auch nochmal zwei Kriegsschiffe in Auftrag geben. Die parken wir auch, genau, da vorne ist es vollkommen okay. Bei der Werft werde ich jetzt auch mal den Posten ändern. Die Kriegsschiffe dürfen auch direkt hier runter. Dann sammeln wir jetzt hier vier Kriegsschiffe. Hier werde ich mal schauen. Ein Monitor. Ich wusste gar nicht, dass Monitor so stark ist. Ich dachte eigentlich, dass die recht simpel wären. Zumindest habe ich mit denen nie irgendwelche Probleme gehabt bisher. Hier bin ich mit den Einwohnern soweit zufrieden. Wir haben den Alkohol hier. Es ging jetzt um die Dosenkacke. Da wollte ich mich aber drum kümmern. Und das kann ich auch nebenbei machen, während wir hier auf die Schiffe warten. Dafür brauche ich allerdings Paprika. Paprika? Bist du Paprika-Insel? Nein. Bist du große Insel Paprika-Insel? Nein. Paprika-Insel? Nein. Paprika-Insel? Nein. Moment mal. Habe ich keine Insel mit Paprika? Doch, hier ist Paprika-Insel. Selbst das größte Kunstwerk kann nicht mehr sein als ein Abglanz seines Ebenbildes in Mutter Natur. Oh, wie schön du das gesagt. Also, werden wir jetzt hier, ich habe extra auf langsam gestellt. Dosenfutter. Paprika braucht. Was für Arbeiter? Bauern. Also brauche ich mehr Bauern. Ich brauche hier diese Musiker, davon habe ich genug. Rindfleisch muss ich auch bauen. Das sind also jeweils 30. Das geht auch auf. 1,30. Das heißt, 4 Stück hiervon sind 3 Stück davon. Ja. Dann brauche ich davon 3, damit das aufgeht. Und dann stelle ich die hier 4 mal her. Ja. Also brauche ich 40 Bauern. Und 80 sind 120 Bauern. Musiker habe ich genug. Erz habe ich genug. Und das sind auch nur Musiker. Also 120 Bauern brauche ich. Dann werden wir mal gucken. So, Bauernmenü. So. So. Natürlich haben wir jetzt erstmal wieder etwas nachzubauen. Kann ja nicht sein, dass wir... Ah, Mann, ich habe doch auf Abbrechen geklickt. Egal. Reißen wir das ab, sind nur 2 Holz. Vom Stapel gelaufen. So, die Ecke lasse ich frei, da kommt dann gleich wieder, wie auf der anderen Insel, irgendwas rein. So. So. Hier noch eine Straße dahinter. So, so. Das sind aber noch keine 120 Bauern. Wir brauchen mehr Bauern. Mehr Bauern braucht das Land. Wir brauchen mehr Holz. Mehr Holz braucht das Land. So, aber hier können wir schon mal die Straße drumherum bauen. Dauert natürlich wieder einen Moment. Gut, ich habe auch auf sehr langsam stehen gerade. So, wird das denn mal geliefert, das Holz? Ich weiß es nicht. 120 war das Ziel. Diesmal mache ich es halt andersrum. Erst die Bauern, dann die Produktion. So, jetzt haben wir für die eine Blaupause schon mal genügend. Dauert natürlich immer alles ein bisschen, das ist klar. So, warten wir da oben mal einfach. Nutzt ja jetzt nichts, wenn wir da doof rumstehen und
ja, nicht weiterkommen. Admiral anwesend. Das ist das erste Schiff, da sind zwei noch in Auftrag, also anderthalb, die Hälfte steht ja schon, damit ist dann unsere Flotte auch, ja, angriffsbereit fast schon. So, das ist auf jeden Fall jetzt fertig, schön, dass ich über die Karte gefahren bin und dann werden wir mal hier die Planung übernehmen. Kostet natürlich auch wieder Unmengen an Holz und an Fenstern. Wir brauchen also, wie gesagt, viermal. Dann brauchen wir, oh, wir brauchen auch eine Menge Lehm. Schiff unter Beschuss. Das ist schlecht. Ernsthaft, du fährst in meinen Hafen rein. Ganz schön mutig, muss ich sagen. Neue Befehle? Ganz schön mutig, würde ich sagen, Kollege. Erstes Schiff ist weg. Warum dreht mein Schiff sich gerade nicht? Jetzt steht das natürlich auch ein bisschen in die falsche Richtung, aber egal. Hier wird es nicht mehr wegkommen. Sehr schön. Dann freue ich mich erstmal dankend darüber, dass er sich entschieden hat, den Krieg vor meiner Front in meiner Heimatstadt zu begehen. Irgendwo musste er ja verlieren. Dann ist mir das lieber, wenn es hier passiert. Die können wir mal kurz hochladen. Zwar alle. Passt, dann fahren wir damit mal rüber. Wobei, das kann in der Nähe des Reparaturkranzes stehen. So, wir müssen natürlich weiterhin gucken, dass wir auch seine Dampfschiffe und sowas nach und nach alles auseinandernehmen jetzt. Wir sind auf jeden Fall die Vorbereitungen am Treffen. Seid da unbesorgt, es wird weitergehen. Wir haben mein 200 ist ausgebrochen. Wo? Na gut, da sollte eine Feuerwehr sein. Da ist eine, die hat das auch ganz gut im Griff, würde ich sagen. Aber wisst ihr was? Wir bauen sicherheitshalber einfach nochmal eine weitere. So, es brennt ja mal häufiger. Dann bei den Bauern, Feuerwache. Baut da einfach mal eine hin. Wohnhäuser passen da eh nicht hin. Lieber so. Also, hier können wir jetzt nochmal... Ne, brauchen wir nicht mehr. Bauern haben wir genügend. Hier brauchen wir nur noch weiter Holz. Haben wir in der Hauptinsel nämlich... Oh, da ist sehr viel Holz. Dann würde ich doch mal sagen, hier haben wir ja mein kleines Flacki. Hol du dir mal ein bisschen... Bereit für den Einsatz. Der hat keine Handelsroute. Der steht einfach nur so hier, weil er beschädigt Schiff war. Unter Beschuss. Schon wieder. Schon wieder ein Handelsschiff. Na? Die Flammen wurden gelöscht. Willst du wohl mich in Ruhe lassen? Er fährt aber in Schussreichweite ein und dann... Ihr Hafen wird angegriffen. What? Das heißt, ist ausgebrochen. Oh, dann sollte ich hier oben vielleicht... Also ich werde das Gebäude jetzt verlieren, das ist klar. Aber er verliert dafür auch sein Schiff. Das ist noch klarer. Oh, er lässt das Gebäude am Ende ganz. Weil kaputt ist es noch nicht. Oh doch. Naja, es ist niedergebrannt. Dafür ist sein großes Schiff weg. Ich weiß nicht, ob der Tausch sich jetzt gelohnt hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein lohnender Tausch war. Warum kann ich das noch nicht aufbauen? Ach, Insel wird belagert. Wie lange noch? Dürfte ja nicht lange sein. Naja gut, warten wir mal ab. Hier ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen Holz angekommen. Dass die Insel belagert wird, hat immer eine Menge Nachteile. Besonders ist einer der Nachteile, dass wir... Nee, warte mal, die packen wir mal zurück, weil wir brauchten auch 40 Fenster. So. Dann fährst du mal hier hin. Dass die Handelsschiffe bei mir nicht abladen. Die bleiben dann einfach da stehen und heulen rum. Ja, Insel wird belagert, ich kann bei euch keinen Handel führen. Irgendwie sowas in der Art ist das. Wie lange? Ich habe... Oh, 3 Minuten noch. Ernsthaft? Der schießt ein Gebäude ein bisschen an und 3 Minuten direkt mal... Okay. Ja. Nicht beschweren, einfach ignorieren und weiterspielen. So, wo bleibt mein Schiffchen? Da kommt es. Machen wir mal schneller. So, während die Schiffe halt bauen, will ich halt wirklich hier dafür sorgen, dass meine Wirtschaft sich nochmal zusätzlich verbessert. Die Feierlichkeiten sind beendet. Oh, das ist schade. Wollte gerade sagen, finanziell stehe ich echt gut da. Ich habe die letzte Zeitung nicht manipuliert. Ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, alles gut. Fahren wir mal hin. Fahren wir da hin. Schiff vom Stapel gelaufen. Yeah, dann fehlt noch eins von den großen Schiffen. Dann haben wir 4.
so wie mein Plan ursprünglich das auch vorgesehen hat. Jetzt packen wir mal alles hoch, zack, zack, und können hier, nein, Schiff da bleiben. So, dann setzen wir mal wieder auf etwas langsamere Geschwindigkeit. Das wird im ersten Moment natürlich wieder mega teuer werden. Kennen wir ja nicht anders. Ersticken. Ohne den Spaß des Erstickens. Der hat komische Vorstellungen, aber okay. Ignorieren wir das und lassen das einfach mal durchgehen. So, für die Dosen brauchen wir, haben wir gesagt, viermal Paprikafarm. Baue ich die jetzt direkt hier dran oder baue ich von da aus? Ich würde sagen, gespeichert. Ich baue von da aus. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob das... Okay, das sind solche Felder. Wenn wir das mit vier Feldern machen, sieht das für mich ganz passabel aus. Vier Felder also freilassen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das waren die Paprika, die wir uns vorgestellt haben. Dann das passt. Noch einmal. Das passt. Und das passt mir. So, damit kann ich erstmal leben. Dann brauchen wir viermal Rindfleisch. Beim Rindfleisch bin ich mir ziemlich sicher gewesen, dass das eigentlich Felder sind. Jetzt weiß ich aber nicht, wie viele. Deswegen machen wir das erstmal so. Baugelände blockiert. Really? Na gut. Dann gucken wir mal, wie wir das optimalerweise hinbekommen. Ich würde sagen so. Eins, zwei. Drei. Bitte, lass das irgendwie dahin passen. Scheiße. Ja, das Gebäude kann ich abreißen. Ja, ja, chill mal. So, das hat nämlich nicht gepasst. Also müssen wir es neu bauen. Aber das kostet nur Holz, deswegen ist das erstmal nicht schlimm. Dann baue ich es hier hin. Und dann müsste das ja funktionieren. Eins, zwei, drei und vier. Ist die Frage, wenn ich das nächste direkt da dran baue, müsste ich auf der, ja, müsste ich genug Platz haben. So. Ich will halt ein bisschen Platz sparen. Also, eins. Nein, das passt Schiff wieder nicht. Unter Beschuss. Zwei, drei, vier. Schiff. Oh, alle drei. Nice. Die Frage ist natürlich, wo wollten die gerade hin? Du holst dir erstmal das. Nochmal hinne. Meinetwegen sollen sie ein Schiff versenken. Wenn sie da keinen Schaden von haben, dann ist mir das ganz recht. Oh, das ist Bier. Na gut. Dann erstmal die drei Schiffe wieder hierhin zurück. Ihr kriegt jetzt aber einen neuen Haltebefehl. So, dann machen wir kurz wieder auf langsamer. Jetzt müssen wir weiterbauen. Dosenfutter, wir brauchen noch mehr Fleisch. Kriege ich die jetzt wieder da dran? Ja. Und da. Dann haben wir die nämlich erstmal auf einer Höhe. Hier fangen wir schon mal an mit den Feldern. Eins, zwei, drei, vier. So, dann sollte das doch hier hoffentlich auch passen. Eins, zwei, drei, vier. Das sieht so hässlich aus. Aber na gut, was will man machen, ne? Kann man nicht ändern. Das Problem ist jetzt... Wir brauchen irgendwie noch Lagerhäuser. Jetzt kriege ich hier natürlich keins hin. Da würde ich eins hinbekommen. Dann brauchen wir hier Schiff für die... Unter Beschuss. Oh, schon wieder? Kommt das irgendwo in den rettenden Hafen? Ja. Das ist in Sicherheit, das Schiff. Obwohl... Ich frage mich nur gerade, wo will das überhaupt hin? Ein letzter Blick. Ja, bitte. Zufriedenheit. Check. Okay, der kriegt auf jeden Fall von meinem Hafen schon ganz schön auf die Nuss. Das ist okay so. Dann kommt noch... Stapel gelaufen. Moment. Du holst dir mal bitte das Schiff. Da gebe ich auch Gas, denn das würde ich gerne abfangen. Okay, er holt sich das. Dann holen wir uns das. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Schiff unter Beschuss. Ja, das hält eine Menge aus, muss ich sagen.
Aber ich kann auch euch gleichzeitig sagen, mir ist es lieber, wenn der Schwarze auf die Fresse kriegt, weil er für mich die größere Gefahr darstellt. Der Türkise scheint nicht mehr wirklich über viele Schiffe zu verfügen. Wo fährt er denn überhaupt hin? Ja, guck mal, der ist so kaputt. Loote das. Medizin, okay. Er wird sich auch... Ja, die werden sich da auch nicht helfen. Also das ist gelaufen für ihn. Sagen wir es mal so vorsichtig. Solange wir ihn natürlich nicht zurückkommen lassen. Ne? Das müssen wir uns da auf jeden Fall merken. Also, jetzt können wir hier Gulasch herstellen. Davon brauchen wir auch 4. Er hat dann alle 4 im Einflussradius. Da nicht mehr. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich da ein paar Felder mal wegmache. Machen wir 1, 2, 3, 4. So, passt mal auf. Wir werden jetzt hier über die Felder gehen. Oh, ich komme da dran vorbei. Krass. Jetzt hast du... Okay, du hast nur 2 im Radius. Du hast 3 im Radius und du hast alle im Radius. Das müsste, wenn sie es clever lösen, funktionieren. So, dann brauchst du 3 Konserven. Ne, 4. Konserven waren schneller. Also werden wir jetzt hier 4-mal... Kriegen wir die überhaupt noch hier unter? 1, 2, shit. 3. Das war auch doof. Das können wir aber abreißen. Wir müssen halt gleich die, na toll. Dann bauen wir es dorthin. Und dazwischen passt eine Straße. Dann kommt da noch ein Lagerhaus hin. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, er ist doch fehl an Fenstern. Da werden wir gleich noch welche holen. Moment. Wir sind eh auf ganz langsam. Also wir haben jetzt auch Zeit, uns das genau zu überlegen, wie wir das machen. Und zwar bauen wir hier noch die Straße rum. Da bauen wir sie rein. Dann sollte die Ecke funktionieren. Jetzt brauchen wir noch 8, 16, 24 Fenster. Dann können wir hier mal kurz handeln. So, und zack, zack. 1, 2, 3, 4. Du fährst eben noch hier rüber. Dann werden da die Konserven hergestellt. Jetzt ist nur die Frage, wir haben hier ein volles Lager aktuell. Dann werde ich hier oben auch noch ein kleines Lagerhaus hinbauen, damit wir das Eisen auch noch einlagern können. Das braucht alles so seine Zeit. Und dann ist wichtig, dass wir eine Handelsroute anpassen. Gut, da haben wir jetzt im Moment keinen Rum mehr drauf. Ist die Bierroute. Und zwar ist das hier zum Laden. Laden tun wir unten. Also wird in Schneekappe, Kacke, Kiki, wie auch immer, werden Konserven geladen. Maximum. Und die werden in Ditchwater entladen. Check. Sollte so funktionuckeln. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall kurz warten, bis unser Schiff dann hier ankommt. Da ist es auch schon. Bringt die letzten 24 Waren. Und die Frage ist, die ich mir jetzt gerade stelle, reicht unser Eisen aus, was wir da hinten haben? Das machen wir mal bitte so. Danke. Abbrechen. Und dann gucken wir mal. Na, Mann! Ich komme normal immer rechts aus dem Menü raus. So, nur beim Schiff nicht. Also, aufwerten. Und ich stelle fest, wir haben zu wenig Leute. Na gut. Das machen wir trotzdem erstmal so. Wir brauchen noch 120 dazu. Was wiederum funktionieren sollte, wenn wir einfach hier... Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, wir brauchen Holz. Ist das auch ein Zwischenziel, was wir machen können? Na gut, das Holz kommt hoffentlich recht zügig jetzt ran. Ah, nicht, wenn wir langsam laufen lassen. Dann definitiv nicht. So, da fällt aber was anderes ein. Ich setze das immer auf Mittel. Und zwar, der Hafen sollte renoviert werden. Ansonsten heulen die herum, dass wir Probleme haben. Also, hier geht's weiter. Das Gebäude wird upgegradet. Das kostet jedes Mal 4 Holz. Oder 6 sogar. 6 Holz, okay. Aber wir kriegen es durch, dass wir die Reihe hier noch alles aufbauen. Und das würden dann auch definitiv genügend Einwohner sein.
Ah, dauert noch einen kleinen Augenblick, aber gleich haben wir's. Da müssen wir nur noch mal nacharbeiten. Ich weiß auch nicht, warum das mit den Bauern nicht funktioniert hat. Irgendwie haben wir wieder mehr Bauern als vorher. Ich weiß es echt nicht. Ein bisschen Spaß, ein bisschen. So, ich werde die beiden noch machen und danach geht es auch mir darum, noch mal ein paar Bauern aufzuwerten. Ich hätte vielleicht das Holz einfach mal hier unten abholen können. Hätte die Sache vielleicht ein wenig vereinfacht. Aber jetzt lohnt es sich auch nicht mehr für die letzten 12 Holz. Die sollten jetzt gleich auch so reinkommen. Zumindest hoffe ich das. Mach mal hin. Denn wir sind bei über einer Stunde Spielzeit. Ach du Scheiße. Ach du heilige Kacke. Ja, das ist richtig fette, mega mördermäßig Kacke. So. Ob wir das gelöscht kriegen? Auch hier würden wir das überhaupt nicht aushalten. Ja, ihr habt mich überzeugt, Leute. Ja, wir bauen noch ein paar Feuerwachen, gerade in die Industrieecken. So, das müssen wir natürlich sofort wieder aufbauen, ansonsten haben wir gleich keine Materialien mehr. Das Ding macht auch noch rum, die sind halt auch sau teuer. Ärgerliche. Also, das Gebäude können wir wieder aufbauen. Das geht noch nicht. Wir werden das auch nicht mehr retten können. Das wäre mehr als ein Wunder, wenn das Holz noch gerettet würde. Obwohl, die Feuerwehr ist dran. Wow. Brandintensität 31, 30, 29%. Es geht runter. Das heißt, wir könnten es gerade löschen. So wie es aussieht, ist es jetzt gleich gelöscht. Feuer aus. Und es arbeitet wieder. Nice. Okay, alles easy, als hätte ich das nicht unter Kontrolle gehabt. Also ich weiß gar nicht, lächerlich. So, das wollen wir noch upgraden und das hier. Und auf einmal haben wir wieder genügend Arbeiter mit nur einem Haus. Checkt das Spiel einer? Ja, die Leute sind da eingezogen, das ist alles. Hier werden wir was zum Bersten gefüllt. Ja, das ist doch schön, wenn alles bei dir berstet. Versuch's mal mit einer Diät, Liebelein. Soll Wunder wirken. 40 Arbeiter brauchen wir noch. Das werden wir machen. Deswegen werde ich hier noch die eine Ecke auf jeden Fall aufwerten. Darauf warten wir heute noch und dann ist die Folge auch vorbei. Ich würde sagen, wir haben zwar die Mission unten nicht geschafft. Was einfach, wie gesagt, daran lag, dass wir ja da auf unerwartete Konkurrenz getroffen sind. Es kann nicht immer das funktionieren, was man sich vorgenommen hat. Deswegen werden wir das in der nächsten Folge nochmal neu angehen und gucken, dass wir auch den Schwarzen und den Türkisen noch ein bisschen weiter zurückdrängen. Heute werden wir nur noch die letzten Häuschen hier ausbauen. Und dann sind wir eigentlich auch so gut wie durch. Von Verderbtheit. Ja, chill mal deine Base, Kollege. Glaub mir. Nutzt nichts, sich da Hoffnung zu machen, dass aus mir nochmal was wird. So, fehlt immer noch ein bisschen Holz, da haben wir nochmal welches. Ich will hier auf 100 kommen, aber das werden wir jetzt hiermit, wenn da noch zwei, drei Leute einziehen. Und das tun sie, sind wir da auf jeden Fall auch fertig. So, einer fehlt noch und da haben wir sie. Gut, dann sind wir für die heutige Folge, wir hatten nochmal über 200.000, was war denn so teuer? Ach so, ja, ich habe ja fast für Millionen hier ausgebaut. Aber die arbeiten alle. Das ist doch schön, oder? Hier haben wir keine weitere Erzmine mehr, aber noch zwei Kupferminen und zwei Steinkohleminen. Da müssen wir dann mal gucken, wie es auf jeden Fall weitergeht. Für mich heißt auf jeden Fall die nächste Folge, wir haben immer noch ein Einkommen, weiter den Gegner zurückzudrängen. Wir haben eine komplette Armee und Flotte jetzt hier stehen, die auch wirklich handlungsfähig ist. Die will dann auch eingesetzt werden. Es kann sogar sein, dass wir einfach die Flotte mit drei, vier neuen Schiffen, die wir noch dazu bauen, hier reinjagen und diese Insel einfach unser eigen nennen werden. Oder aber, dass ich sogar sage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Na gut, das ist ein bisschen viel. Mit 13 werde ich es wohl nicht machen. Deswegen wird es wohl eher hier unten die Insel sein, wo ich dann einfach vielleicht beim nächsten Mal reinkrache. Also,
Bleibt dabei, bleibt gespannt, was als nächstes auf uns zukommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Hoffe, dass es euch auch ein bisschen geholfen hat und dass es euch Spaß macht, hier zuzusehen. Wünsche noch einen recht schönen Tag. Alles Gute. Bis dann, euer Joseko.